Heute wartet eine sehr gelungene und emotionale Story auf uns. Wir befinden uns am ersten Tag und ich werde jetzt ganz kurz zur Nacht vorspulen, damit wir das letzte Grab hinabsteigen. Das Grab des zweiten und des dritten Tages haben wir uns ja schon reingezogen und gelöst. Aber was erwartet uns in der Nacht des ersten Tages? Nicht vergessen dürfen wir dabei, dass wir um 11.30 Uhr zu Unruhstadt, also zu Anju zurückkehren müssen in den Gasthof. Aber da haben wir ja noch Zeit. Schließlich haben wir die Ballade des Kronos gespielt. Jetzt setzen wir uns die Maske auf, hier der Helm des Hauptmanns. Damit halten uns die Knochenfratzen ja für ihren Anführer. Huch! Aua, Hauptmann, Sir, verzeiht mir, Sir. Der Hauptmann ist da, habt Acht! Es ist schon so lange her, dass wir euch sahen, Sir. Wir haben diese Gräber streng bewacht, genauso wie ihr es befohlen habt, Sir. Wir haben nur auf euren nächsten Befehl gewartet, Sir. Und jetzt öffnen wir auch dieses Grab. Es öffnen! Zu Befehl, Sir! Alle Mann zu mir! Und dann gucken wir uns unten mal um. Ja, also es wird schon herzzerreißend heute. Das werden wir wunderschön in einem großen Part gepackt kriegen. Das hat das Grab hier jetzt nur bedingt was damit zu tun. Einfach mal Geduld. So, da drüben waren wir auch schon mal. Diesmal führt der Weg in diese Richtung. Was wir da so haben. So, okay. Oh, Fledermäuse. kommt her. Ich will jetzt keine 100 Millionen Pfeile verschwenden. So viel habe ich natürlich auch überhaupt nicht. Ja, irgendwann sind sie alle Geschichte. Kleinen Zubat möchte gern's. Gibt's dann auch wieder was Cooles dafür? Da die letzten noch. Ihr habt mir aber schon ordentlich zugesetzt. Fast ein ganzes Herz abgezogen. Bist du der Letzte? Da oben ist noch einer. Wow! Oh, jetzt hat er mich voll erwischt. Ah, da ist noch einer. Boah, muss ich mit. Okay, alles klar. Muss ich doch mit Pfeil und Bogen ankommen, ja? Oder hast du irgendwie noch Bock, was zu machen? Jetzt streicht's! Okay. Wenn's nicht anders geht, dann. Dann hau halt ab. So ein Zentimeter vor mir. Alles klar. Erstmal einen Blick in die Truhe riskieren. Schwupp. Schwupp. Link. Öffnen. Bitte. Und da hätten wir ein bisschen Geld. Ein bisschen ist gut. 50 Rubine, das sind schon, das ist schon nicht schlecht. So, jetzt schnappe ich mir einen Deku-Stab, ja. Tada! Boah, Link hat den längsten Stab. So, und dann? Achso, die Hasenohren hätten wir trotzdem gebrauchen können. Empfiehlt sich immer beim Zündeln, aber wie immer funktionieren da auch die Feuerpfeile. Man hat halt nur das Gefühl, es soll so gemacht werden. Weil sonst wäre vielleicht da vorne nicht schon eine Fackel an, wisst ihr? So, okay. Nur ganz kurz. Was haben wir hier drin? Nichts. Okay, wir gehen das mal durch. Und wieder ein obligatorischer Ritter aktivieren und dann zeigen, was du drauf hast. Wie gesagt, ein ganz schöner Radius und auch eine gute Power drauf. Aber wir haben ein episches Schwert, sauschnelle Hasenohren und sind generell voll geil drauf. Da fällt die Rüstung ab. Okay. Habt ihr gesehen, obwohl wir starke Herzen haben? Bums! Ach, vergiss es. Bums! Das waren richtig heftige Schläge. Link ist der geilste Schlägertyp. Vorhang auf! Für... Es ist ein... Stein? Es ist ein Stein. Wie gemein. Bist du der eine, der meine Seele befreit hat? Was will bist du denn? Mit Schnurrbart und Taktstock. Einst diente ich dem Königshaus von Ikana als Komponist. Mein Name ist Moll. All die Lieder, die mit der königlichen Familie verbunden sind, haben mein Bruder und ich komponiert.
Ah, oh, Dur, mein lieber Bruder. Er verkaufte seine Seele an die Finsternis. Er war es, der mich hier einschloss. Du, der du die Toten nicht fürchtest, lerne nun die Melodie, die hinter mir geschrieben steht. Und triffst du jemals auf meinen Bruder, dann bitte ich dich, ihm dies mitzuteilen. Die 1000 Jahre voller Regen, welche mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welcher die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. So lautet meine Bitte. Bitte, danke. Wir lernen jetzt mal das Lied. Heute bin ich echt der Meister am Vorbeilaufen an überall, aber das liegt an den Hasenohren gerade. Wow, ich kann es nicht lesen. Die 1000 Jahre voller Regen, welche mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welche die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. Hier steht das Lied geschrieben, das seine verwunschene schwarze Seele reinigen soll. Bewahre dieses Lied tief in deinem Herzen. Das sollte einem bekannt vorkommen. Zocken wir es erstmal. Ja, das haben wir schon öfter gehört, auch in diesem Spiel schon die Melodie. Du erinnerst dich an die Hymne des Sturms. Du kennst diese Melodie. Es ist eine aufbrausende Hymne, die die Flüche davon bläst. Okay, ich glaube, dann werden wir bomben. Wo kommt die denn her? Egal, nimm sie mit. Kann ich mich von hier aus teleportieren? Müssen wir ja gar nicht, sollen wir ja gar nicht. Das ist der Witz. Nein, nicht zu weit. Mit den Hasenohren springen wir so weiter, weil ich fast in den Abgrund gejumpt. So. Nee, doch, wir wollen doch wegteleportiert werden. Na, bei den Masken ist bestimmt keine Ocarina. Ja, ich bin heute ein bisschen wuschig. Das müsst ihr mir verzeihen. Ich freue mich einfach so. Weil ich weiß, dass eine geile, emotionale Story auf uns wartet. Da will ich schnell hin. Die Leute, die nach 2 Minuten abschalten, überzeugen. Müssen jetzt erstmal hier zum Ikana Canyon zurück. So, und was dann kommt, ist ein bisschen random, kann man sagen. Aber Taya wird uns helfen. Taya ist jetzt der wichtige Punkt. Bin jetzt hier einfach so im Canyon. Und Taya. Zwar kann ich nichts sehen, aber ich spüre den kalten Hauch des unsagbar Bösen, das uns umgibt. Hast du denn keine Maske, die das Ungesehene sichtbar macht? Naja, also ich hab da einige Masken, ne? Wie wär's denn mit Garos Maske? Kann ich nicht benutzen, weil ich die Hasenohren auf hab, verdammt. Oha! Meister, ihr habt gerufen? Was bist du? Oh je, er merkt, dass wir ein Hochstapler sind. Wow, wow, wow. Ganz ruhig, mein Freund. Was wollen mich heute eigentlich alle ans Leder? So, bäm. Ach, ein Schlag? Das war aber ein kurzer Prozess. Unglaublich. Du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Um den ausgetrockneten Fluss am Hügel von Ikana zu füllen, musst du zur Höhle der Quelle gehen. Es zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Zu sterben, um unsere Körper zu hinterlassen, das ist der Weg der Garo. Alles klaro. Dann gehen wir mal zur Höhle der Quelle. Oder brauche ich da noch irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Sogar die Karte von Tingle habe ich mir geholt. Da ist noch ein Gebäude, da kann man sich ein Herzteil drin erspielen. Das da links. Aber das interessiert uns im Moment noch nicht. Link rein mit dir. Schnell. Gut. Gut, 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 gut. Was haben wir denn hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hast du im Königreich von Ikana zu suchen? Dieses Land gehört uns Geistern. Es ist Dur. Der Bruder von Moll. Ihr wisst schon, C-Dur, D-Dur, D-Moll. Hatte ich mal Musikunterricht damals in der Schule, ja? Dies ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du.
Oder willst du etwa in unsere Reihen wechseln? So soll es sein! So schlafe sanft zur Melodie der Schatten, die Dur, der große Komponist, nun anstimmen wird. Und sei willkommen im Reich der Toten! Oh nein, er bringt uns um. Wir verlieren jetzt Herzen, bis wir im Reich der Toten verweilen. Das lasse ich am besten nicht zu. Okay. Warte mal. Ich soll doch deine schwarze Seele reinigen. Was ist das, dieses Lied? Nein, das kann nicht sein, dieses Lied! Beruhig dich mal. Purzelbaum. Das hat alles und nichts damit zu tun, was ich meine. Das auch mal am Rande. Aber jetzt fluten wir hier wieder diese ganze Gegend, also diese Quelle. Und damit fließt wieder ein Fluss durch Ikana. Sehr schön, oder? Und der Fluss bewirkt, dass sich dieses Wasserrad dreht. Und das bewirkt, dass lustige Musik ausgestrahlt wird. Das passt doch zu diesem toten Canyon. Oh Mann. Boah, mach doch mal die Musik aus. Ich stehe auf Heavy Metal. Oh mein Gott. Kennt ihr Mars Attacks? Den Film, wo doch die Alienköpfe platzen. Also die Menschheit kämpft gegen diese Aliens, was so ein bisschen witzig gemacht ist, also nicht so ernst, sondern so ein bisschen comichaft. Und die mit ihren Laserpistolen zerstören die ganze Menschheit. Und am Ende kommt irgendwie diese Musik von der Oma, so ähnlich wie hier, wird ganz laut ausgestrahlt und die ganzen Köpfe von den Aliens platzen. Und so hat die Menschheit dann die Marsmenschen besiegt. Also das erinnert mich irgendwie stark daran. So, aber was hat's mit diesem Musikhaus auf sich? Ja, du gehst erstmal. Komm. Ich würde so gern vor Scham im Boden versinken. Ist denn schon so? Ist denn schon wieder Tag oder was? Das sieht so hell aus. Na, danke schön. Nicht vergessen hier, 11.30 Uhr und so. Okay. Da hat sich jetzt die Tür geöffnet. Ihr habt den Klack gehört, so. Was geht da jetzt ab? Moll, mein geliebter Bruder. Vergib deinem närrischen Bruder, der davon träumte, das Königshaus könnte wieder auferstehen. Du, der du die Toten nicht fürchtest. Durch das Lied meines Bruders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Dank gebührt dir. Ach, da nicht für. Wir Toten sollten nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick des Maskierten, der die Dinge in Aufruhr versetzte. Horror-Kid. Doch zeigst du wahrscheinlich keine Furcht vor dem Toten. So geh zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluches, der uns so quält. Okay. So höre nun! Ich, der Einzige, der den Weg in den Tempel hinein kennt, werde dich zum König entsenden. Der König wartet in den Ruinen des Schlosses auf das Eintreffen des einen, der den Fluch brechen wird. So lautet meine letzte Bitte. Sie alle mich um Sachen bittet. Wenn es gerne einen Blick. Okay, wir haben noch Zeit. Wir haben noch viel Zeit für diese wunderbare Angelegenheit. Denn jetzt gehen wir erstmal zum Rad hin, zu dem Wasserrad. Yeah, Musik! Und da ist jemand. Ein Mädchen. Die ein bisschen schüchtern und scheu ist. Und sich verzieht. Das Blöde ist, wir können jetzt nicht hinterher. Punkte. Das geht mir schon ein bisschen auf den Keks. So, was wir jetzt brauchen, ist zweierlei Bomben. Ja, ist so. Und die Steinmaske, denn sie soll uns ja nicht sehen. Die Felsmaske, also alles klar. Ne? Und damit die wieder rauskommt, können wir einiges warten. Oder bei einer Explosion ist er auch neugierig, was das war. Autsch. Und kommt wieder raus. Aber die sieht uns jetzt nicht wegen ihrer Maske.
Also wir wollen jetzt nicht direkt von dem Mädchen was, sondern wir wollen nur rein und nicht erkannt werden. Tipp. Dann gucken wir uns jetzt mal hier drin um. Im Musikhaus. Aber hier sieht so ganz schön aus an für sich, oder? Hier lebt also das kleine Mädchen, aber ganz alleine hier in diesen gefährlichen Gebirgen? Kann ich nicht glauben. Wir gehen mal runter. Boah, hier, fette Bassboxen. So, da haben wir, böse Poster und hier ist ein Schrank. Was zum? Okay, bekämpfen können wir ihn nicht, doch können wir natürlich auch natürlich. Aber, wir spielen mal wieder das Lied der Befreiung. Pamela. Was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Du hast einen bösen Traum gehabt. Einen kleinen bösen Traum. Pamela. Und hier liegt eine Maske. Du hast Gyptos Maske erhalten. Einst saß dieses abstoßende Antlitz auf dem Gesicht von Pamelas Vater. Diese Maske wirkt so echt, dass selbst ein Gypto dich für einen der Seinen hält. Das ist halt so wie Link, der in einen Deku verwandelt wurde. Ich setz mal die... Wow! Wow! Entschuldigung! Wow! Der C-Knopf. Ja, so haben auch ihn jetzt durch das Lied erlöst und deswegen ist auch die Maske abgefallen, wo er sich wieder zurückverwandelt hat. Gut, dann frage ich mal so ein bisschen nach. Jetzt lass sie endlich in Ruhe. Verstehst du denn gar nichts? Du bist dermaßen unsensibel. Oh, Taya, ey. Meinst du, es wird besser, wenn ich einfach wieder rausgehe und wieder reingehe? Meinst du, dann ist alles wieder gut oder was? Wenn du damit zufrieden bist, dann machen wir das so. Muhaha. Denn jetzt ist alles wieder gut. Und wir reden mal mit dem Kumpel. Oh, ist es nicht eine Fee? Gehört sie dir, junger Mann? Ich bin ein bekannter Wissenschaftler, der Feen, Geister und ähnliche sogenannte übernatürliche Phänomene erforscht. Ach, übrigens das Lied. Lebt wohl, ihr Gyptos. Das ist die Musikbox. Das die Musikbox spielt. Vertreibt Gyptos. Ich habe es nach jahrelanger Forschungsarbeit entdeckt. In Bezug auf Geister gibt es niemanden, der mit meinem Wissen mithalten kann. Frag mich, was du willst. Okay, was ist denn damit? Interessiert sich dieses Bild? Es ist ein mumifizierter Mensch. Die wissenschaftliche Bezeichnung dafür lautet Gypto. Also wir sagen eigentlich immer nur Mumie, aber wenn ihr meint. Eine ikanische Legende berichtet von einem Schatz, der am Grund des Brunnens auf dem Hügel liegen soll. Es scheint, als würden die Geister von jenen, die zu Gyptos wurden, als sie noch den Brunnen betraten, dort noch immer ihr Unwesen treiben. Man erzählt sich auch, dass selbst ein Mumienjäger, der sich in die Tiefe wagt, zu Mumien werden könnte. Aha, alles klar. Hab verstanden, hast es nicht gerafft, Kumpel. Na gut, dann sag mir mal, was mit denen auf sich hat da. Interessiert sich dieses Bild? Das ist der Geist eines Ninja. Der wissenschaftliche Name lautet Garo-Robe. Eigentlich sind sie nur leere Hüllen. Als sie noch lebten, waren sie Spione einer feindlichen Nation, die nach Ikana entsandt wurden. Sie sind nicht in der Lage, ihre einzige Mission zu vergessen. Auch heute sind sie Spione. Leere Berob von Dunkelheit. Glaubt man den Gerüchten, so erscheint diese Garo nahe der Ranch am anderen Ende der Stadt. Okay. Gut. Dann sind ja keine Fragen mehr offen, oder? Das kleine Mädchen ist ja auch hier, ja. Was du für meinen Vater getan hast, da danke ich dir. Aber bitte behalte es für dich, mein Vater soll nie davon erfahren. Wenn ihm etwas Seltsames geschieht, wird es mein Vater sofort erforschen. Und er betreibt sehr viele Forschungen, daher...
Sobald er sich beruhigt hat, werde ich ihn überreden, mit den Arbeitern an so einem gefährlichen Ort aufzuhören. Nun sollte ich meinen Vater nochmal ziehen. Es tut mir leid. Alles cool. Wir haben doch hier für ein Happy End Extraklasse gesorgt, würde ich sagen, ne? So, tja. Eins wüsste ich noch. Ich habe noch eine Idee. Oh, die Musik geht mir aber jetzt schon auf den Keks, du. Und zwar die besagte Hütte. Das, ja, das kriegen wir doch hin. Bevor wir dann zurück müssen. 10:30 Uhr? Nee, 11:30 Uhr? Ich glaube 11:30 Uhr. Geisterhütte. Den haben wir auch schon mal gesehen. Das Reich von Ikana wurde auf diesem Land erbaut. Seine Geschichte ist mit Dunkelheit befleckt und im Blut getränkt. Sogar jetzt noch versammeln sich die Geister jener hier, die keine Ruhe finden können. Jene, die hier sind, um den zu finden, der stärker ist als sie, finden vielleicht der Stärke in einer Gruppe von Geistern, deren unerfülltes Verlangen nicht mit ihnen starb. Sofern du Vertrauen in dein Geschick und deine Kraft hast, versuche diese verlorenen Seelen zu retten. Dennoch musst du den irdischen Preis von 30 Rubinen bezahlen. Alles kostet Geld heutzutage. Habe ich schon Verständnis dafür. Du bist voller Energie. Besiege die Gegner innerhalb des Zeitlimits, sodass ihren Seelen für immer in Frieden ruhen. Doch fällt deine Energie auf weniger als 3 Herzen, werde ich den Kampf abbrechen. Gnade ist das Mindeste, was ich hier bieten kann. Bist du bereit? Ich bin voll bereit, Junge. Okay, Zeitlimit. Und zwar mit dem Bug. Aber das ist kein Problem, weil ich glaube, das Zeitlimit war großzügig. Die Frage ist jetzt eher, wie mache ich die denn nochmal platt? Ich glaube, man muss den entgegen den Fackeln, dass die auch ja erscheinen. Genau. Das ist die Nummer 1. Mal sehen, ob ich die alle hinkriegen kann. Zeitig. Okay. Die müssen erscheinen. Weg und wieder erscheinen. Und ist nicht gereicht. Ein Schlag. Oh, dammit. Da rennt die Zeit natürlich. Wir sollten ihnen immer recht nahe sein, damit. Okay, sehr gut. Komm schon. Damit sie auch ja wieder auftauchen. Wie gesagt, das Ganze mit Zeitbug, aber das kann man hinkriegen. Die Zeit ist hier nicht das Problem an für sich. So, wenn ihr jetzt besiegt seid, kommt jetzt noch mehr oder noch andere? Ein bisschen anderer, ne? Müssen wir mal überlegen, wie die gingen. Ah, ja, ja. Es gibt nur einen, der sich. Warte, mit Pfeilen. Am besten. Und zwar mit Feuerpfeilen. Ich weiß nicht, welcher es mal. Muss immer drauf achten. Verdammt. Immer noch nicht. Ja, wenn ich so falsch mache. Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Achtung, gucken, gucken. Erscheine doch, Junge. Okay. Das kann einer von euch gewesen sein. Der war der Richtige. Ah, macht's doch die Zeit wieder aus. War ich zu optimistisch mit dem blöden Bug? Oh, das war der Falsche. Arg! Ah! Ich werde das Ganze jetzt, den Zeitbug, wieder ausstellen. Und das erledigen. Also bis gleich. Na gut, ich lasse euch jetzt doch teilhaben an meinem Kampf. Okay, pass auf. Ihr seht schon, jetzt merkt ihr mal einen Unterschied, ne, mit der Zeit. Ist schon einer da. So, warte, wir müssen aufpassen, sie dürfen. Wir müssen stillstehen quasi. Das mit dem Gedance da, das geht nicht so einfach. Da. Ha! Was hat den aber verletzt, eben, Lara? Hat
Ich warte. Voll in den Rücken. Ich habe natürlich jetzt weniger Energie, das ist ja klar. Gute Nacht. Nee, wir wollen das auch hinkriegen mit dem, dass sie das versteht, warum der letzte Geister. Das ist hier ist klar, Geisterbashing. Aber was mit dem letzten los ist quasi. Der erscheint, der macht sich gleich viermal. Also so ein Vervielfältigungstrick, sagen wir mal. Und wir haben noch über 2 Minuten übrig. Wir müssen jetzt gucken, welcher da danced. Also keiner von denen. Was du das? Achso, geht ja eh nur mit Pfeile. Ja, ich hab doch Pfeile, Junge. Chill. So. Ah, der war's. Dann bist du's. Wir haben es ja nicht gesehen. Wir haben ja nichts. Die waren ja alle. Ach, wie soll ich das erklären? Müsste jetzt sich jetzt halt mal. Jetzt habe ich 3 gesehen und keiner von denen 3 hat gedanced. Oder bin ich total bekloppt? Doch, dann ist es genau der, den wir nicht gesehen haben. Herrlich. Jetzt mal so gucken. Der! Seht ihr, der hier quasi vor der Kamera war? Der hat sich gedreht. Und das ist immer der Richtige. So, vielleicht sehen wir es nochmal. Jetzt hat man es noch ganz sanft gesehen, dass er das ist. Also es ist jetzt blöd, dass wir niemanden deutlich gesehen haben, der rumdanzt, aber... Seht ihr, wie viel Zeit ich schon übrig hatte? 1:40 oder so? Guten Morgen. Es scheint, als wären ihre Seelen nun geheilt. Ich überreiche dir das irdische Hab und Gut dieser Geister. Nimm es, Markus. Kennt meinen Namen. So. Sehr gut. Es ist ein Name, oder? Ich kann die Herzen der Menschen lesen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Jetzt ist auch meine eigene Seele wieder geheilt. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Achso, er verschwindet. Habt ihr euch vielleicht gedacht? Er ist einfach puff, weg. So, aber die Zeit, seht ihr, ich muss es wieder umstellen. Aber es ist eh kein Problem, denn der Part endet hier. Immer Start, sonst geht es hier völlig aus den Fugen. Danke fürs Ansehen. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal nicht verpassen. Carfice Quest und so. Bis dann und ciao.